Mein Name ist Christian Kunkelmann, bin Leiter der Automatisierungstechnik hier am Werk der BBC Cellpack Electrical Products in Waldshut-Tiemen. Wir sind weltweit tätig im Bereich elektrische Kabelverbindungen, Kabelverbindungen allgemein bis momentan 42.000 Volt. Also es wird bei uns extrudiert, expandiert, vorgefertigt und verpackt. Gerade hier in der Applikation, wir sind ja in dem Bereich der Verpackung und Assembling eigentlich. Und hier an der Anlage werden jetzt die komplette Produkte einfach verpackt zu einem Set, was dann in den Verkauf geht, je nachdem. Einzelhandel, Elektro-Großhandel oder Energieversorger. Die Anlage, nachdem die Teile verpackt sind, läuft es auf einem Förderband in den Roboterbereich. Und da die Produkte teilweise über 15 bis 20 Kilo schwer sind und ergonomisch für die Mitarbeiterinnen schwer zu handeln, haben wir uns diese Anlage zugelegt, die die Verpackung quasi übernimmt. In der Roboteranlage der Firma BBC Cellpack Electrical Products kommt für die Sicherheitstechnik ein Gesamtpaket von SSP zum Einsatz, das aus einem Aluminium-Schutzzaunsystem, einer Türzuhaltung und unserer Wireless-Sicherheitssteuerung, dem Safety Simplifier, besteht. Unser Aluminium-Schutzzaun wird nach Kundenvorgaben konstruiert und ist somit modular und flexibel an jeden Anwendungsbereich anpassbar. Bei BBC etwa war der Anbau eines Tunnels, der Einsatz eines Schnellentnahmefeldes und eine große Doppelflügeltür die Besonderheit. Zur Sicherung des Zugangs zum Roboter ist an der Doppelflügeltür ein Standardmodul unserer Sicherheitssteuerung, dem Safety Simplifier, angebracht. Dort wird die robuste Sicherheitstürzuhaltung T-Guard einfach als Plug-and-Play-Lösung eingesteckt und vor Ort über die sicheren Ein- und Ausgänge ausgewertet bzw. angesteuert. Um die Kommunikation zwischen Tür und Roboter zu gewährleisten, ist das Safety Simplifier Türmodul durch die eingebaute Wireless-Funktion mit einem zweiten Safety Simplifier verbunden, welcher am Schaltschrank des Roboters montiert ist. Dieser Simplifier überwacht alle sicherheitsrelevanten Funktionen des Roboters und stoppt zum Beispiel, wenn die Türe angefordert bzw. geöffnet wird. Durch den Einsatz unseres nach Performance Level E zertifizierten Safety Simplifiers mit Wireless-Schnittstelle reduziert sich sowohl der Vertratungsaufwand als auch die Planung und Inbetriebnahmezeit. Ein weiterer Schaltschrank für die Anlagensicherheit ist nicht mehr notwendig. Um jetzt mehr über den Safety Simplifier und eine Anwendung in Ihrem speziellen Fall zu erfahren, sprechen Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter an oder melden Sie sich gerne direkt bei uns.